Wozu Main-Server spielen, wenn jedes Jahr FEC rauskommt? Tja, das ist eine, ehrlich gesagt, berechtigte Frage. Aber du musst es ja eigentlich so sehen, was bringt es dir, jedes Jahr in FEC zu spielen? Weil der FEC baut ja eigentlich darauf auf, dass du langfristig auf dem normalen Server spielst. Wenn du jedes Jahr nur FEC spielst, dann auch auf dem normalen Server nicht spielst, dann... Ich meine, ja, kann man so oder so sehen. Aber dann bringt dir das ja eigentlich gar nichts. Weil dann spielst du dir in 5 Monaten richtig geilen Charakter, aber wirst ja wahrscheinlich auch die meiste Zeit dieser 5 Monate, außer du bist heftig Pay-to-Win, auch dafür brauchen, um dieses Equipment zu erspielen. Aber wenn du es dann aber auf Borodenk zum Beispiel gar nicht nutzt, das Equipment, wofür erspielst du es dir dann? Jetzt könnte man natürlich genauso sagen, das Erspielen macht Spaß und wenn du es dann hast, ein bisschen damit gespielt hast, dann bist du sozusagen fertig damit oder so, keine Ahnung. Aber für mich macht das eigentlich dann eigentlich auch keinen Sinn. Also, ich finde es halt weird, wenn du monatelang zockst, dir einen krassen Charakter aufbaust und ihn dann 7 Monate lang quittest und dann machst du das gleiche nochmal. Also ich finde, das macht weniger Sinn. Das macht weniger Sinn, als FEC zu grinden, dir das Equipment zu erspielen, es dann über ein halbes Jahr lang zu nutzen, selbst mit 1000. Und dann hast du es ja immer noch und selbst wenn du dann wieder auf dem neuen FEC anfängst, dann hast du das alte Equipment ja aber immer noch und hast erstens die Wahl, FEC ja oder nein. Du kannst ja auch sagen, nö, dieses Jahr passt mir nicht, die Belohnungen sind zu schlecht oder gibt kein neues Equipment zu erspielen oder whatever oder keinen neuen Content, den man dort erleben kann oder was auch immer. Und dann könntest du ja sagen, ich habe ja schon meinen krassen Charakter, ich muss da sowieso nicht unbedingt spielen oder so. Also ich denke, das kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Aber für mich, also gut, ich sehe es natürlich jetzt nicht wie ein normaler Spieler vielleicht, weil ich so oder so spiele, egal ob FEC kommt oder nicht. Aber ja, ich denke, man versteht, was ich meine. Aber ich verstehe auch, was du meinst. Ich denke, das Hauptproblem, warum man über sowas überhaupt redet, ist halt, weil der FEC-Server auch so lange geht. Ich brauche noch den dritten FEC, um es besser beurteilen zu können. Zack. G-Product, zack. Und Powder S8, zack. Bada bing, bada boom. Sit the fuck down, kids. Sit the fuck down, kids. Easy. First try, baby. Okay, nur. Nur einen. Ein Versuch. Let's go. Oh, was? Stopp. Ups. Und? Junge! Warum geht die Leiste weiter, Alter? What the fuck, ey? Meine Güte. Zack. Stopp. Jetzt noch zweimal upgraden. Zweimal sicheres Upgrade noch. Boah, der hat 125 Boxen. Heftiges Opening. Und er hat nur 2 Powerdice Boxen bekommen. Und zum ersten Mal haben wir Powerdice 8 bekommen, lustigerweise. Na gut, das hätte ich zuerst machen sollen, aber egal. Dann Ore Selection Box machen wir 5-5, sollte reichen. Yeah. Zack. Ups. Upgrade, allgemeines Upgrade. Was war jetzt hier? Der Helm ist noch plus 5. Also der Helm muss jetzt, achso. Also der Helm muss jetzt mindestens plus 6 werden. Sonst bringt's mir nichts.
Nice, plus 4. Die wöchentlichen Punkte habe ich schon gecheckt, Pokerface. Mama. So. Ups. Also jetzt noch zwei Versuche. Jetzt genau noch zwei Versuche. Plus 6 und plus 7, let's go. Plus 6 und plus 7, let's go. Plus 6 und plus 7, let's go. Trash Game. Jetzt ist alles plus 5. Scheißdreck. Es wäre so lustig, wenn es nicht klappt. Und sogar noch Level 26. Was kriegt man auf 26? Trash. Danke, Mr. Pokerface. Allein schon, wie scheiße das einfach aussieht. Fähigkeitsschaden plus 0,4%. Also das ist ja auch wirklich... Das sieht genauso schlimm aus wie Crit-Rate mit 0,2. Das sieht einfach so falsch aus. Das ist... crazy. Oder? Ich mein, plus 6 sind sie mir schuldig. Das schuldet mir das Spiel jetzt. Sag ich ja. Easy. Ich dachte mir im OH, der Charakter da steht, sieht aus wie ich und es war mein Shop. Hallo, schöne Frau. Oh. Hoffentlich kommt bei Tower F6. Dann geht's halt so heftig ab. Dann geht's richtig zur Sache, ich sag's euch. Imagine, die machen einfach Tower F6 und man kann da einfach Herneswaffen droppen. Wie geistesgestört wäre das? Mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Das wäre geil. Und die Bosse können aber auch nichts. Die sind genauso schwach wie ein F5. Imagine, Alter. Das wäre krass. Wie ist so ein 1v1-Night oder doch lieber Blade, auch wenn ich den nicht so mag, kurz vor 60 auf dem FEC? 1v1-Night ist stark, aber schwächer als Blade. Aber 1v1-Night ist Top 3 Damage-Dealer eigentlich. Also der hält schon sehr gut mit. Kann man den Strente-Ring nur bis plus 3 upen? Den Strente kannst du nicht upgraden. Strente-Earring kann man... nicht Earring. Ring kannst du nicht upgraden. Das geht nicht.